Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play den Duke. Level 7. So, hier brauche ich die Karte. Bring back the brain. Wenn mich da lang hangeln. Norin. Ja, okay, guck mal so nicht lang. Jetzt auch irgendwas eingesammelt? Nee. Ich brauche quasi den Schlüssel, um da oben hoch zu... damit es sinnvoll ist, da oben hoch zu gehen, so rum. Ah, man kann ja die Ketten jetzt doch lang hangeln. Thank you.
So, was mache ich jetzt hier? So, ich muss dann mal ganz nach links, da war nämlich Atomic Health, das weiß ich noch. Die verschwinden. Ach ne. Okay, ich bin noch nicht ganz links gewesen. Alles klar. Zugang gewährt. Ups. Das ging zügig. Willst du mich verarschen? Ich dachte, das ist ein Atomic Health, was alles bringt. Und nicht ein Punkt. Es gibt viele Geheimnisse dieser Waffe. Nutze deinen Vorteil. Jetzt mal kurz. Achso, hier, warte mal, hier war der Schlüssel drin, genau. Hä? Was machen wir jetzt hier? Irgendwo klettern? Nö. Nee. Wie war das oben links, ne? Moment, erstmal rechts gucken. Ja.
War da jetzt irgendwie Stacheln oder so? Scheiße, der hat gar nicht verfolgen um. Was war jetzt hier? Achso, hier geht's weiter. So, hier gibt's Energie.
Aha. Ach, wie nett. Wenn ich so ganz rausgekriegt, wie hier sein Bewegungsmuster ist.
Na, dann haben wir ihn ja gleich. Well, blew away another invincible evil super alien. Oh man, there's no way out of here. I guess this is the end. Old Duke finally done it. I guess I'll lean against this oozing bulbous wall and wait for death. Davongetragen von einer anderen bösen Super-Alien-Rasse. Oh Mann. Da gibt's keinen Weg raus hier. Ich schätze mal, das ist das Ende. Ach, Duke, alter Haudegen. Du hast es zwar endlich geschafft. Also du hast es endlich geschafft. Ich denke mal, ich lehne mich einfach gegen diese blubbernde Wand. Und warte auf den Tod. Hey, eine geheime Passage. Was für ein Glück. Ich hoffe, da ist irgendetwas, was man in die Luft jagen kann. Ich werde mich... ich langweile mich hier nämlich schon. Cool, ein Fahrstuhl. Ich dachte, der geht drauf. Nein, der geht runter. Naja, ich hoffe, die Regillions schnappen mich nicht, bevor ich sie alle abgeschlachtet. In dieser Dunkelheit abgeschlachtet habe. In diesen verbotenen Höhlen. Gott, ich liebe meinen Job. Nur die erste Episode von Duke Nukem 2 ist Shareware. Die finalen drei Episoden, nicht nur zwei, sondern drei weitere Episoden müssen gekauft werden von Apogee oder einem autorisierten Händler. Order sie jetzt für nur $35. Bitte noch $5 für Versand dazu packen, also 40 Öcken. Ruf uns doch kostenfrei an unter der 24-Stunden-Hotline an 1800 Game 123. Alle bekannten Kreditkarten werden akzeptiert. Wenn du jetzt bestellst, erhältst du alle vier spannenden Episoden, geheime Hinweise über das Spiel, Apogees neuen farbigen Katalog, die geheimen Cheatcodes, es gibt Cheatcodes, professionellen Tech-Support. Order es über Mail von Apogee. Bitte sende uns $35 plus $5 für Versand. Oh, mit der order.fram-Datei, welche hier dabei ist. Apogee Software, PO Box 496389 in Garland, Texas 75049. Oder faxe deine Bestellung an Apogee. Da wäre die Faxnummer die 214-278-4670. Ich glaube, ich habe bei mir im Dienst noch irgendwo ein Fax rumstehen und benutze die Datei order.fram, welche in diesem Spiel beiliegt. Apogees Bulletin Board System Homepage Dingsbums. 80 plus, mehr als 80 Zeilen. Rufe Apogees Heimat Bulletin Board System. Ne, warte mal, jetzt nicht Board System, das wäre beim Duke selber. Bulletin System halt. Jederzeit auf, um die aktuellsten Shareware-Programme von Apogee zu halten. Die neuesten Updates und Vorschauen. Heißt das so? Und Vorschau auf unsere neuen Spiele. Also die jetzt noch kommen werden. Die Software-Kreations-Bulletin-Board-Dingsbums da. Gucke in die
freie Datei Sektion Raute 1. 508-365-2359. 2400 baut oder 508-268-7036. 414-4er Modem oder 508-368-4137 für ein 16,8 Kilobit Modem. So, wenn du die Combo bestellst, ordere den Duke 2 mit, zusammen mit dem Original überaus krassen, total tollen Wort, ich denke jetzt gerade an Pokal, aber Preis. Preis gewinne im Spiel Duke Nukem und spare $15. Wow! Zahle nur $50 plus $5 für Versand für beide ganz, ganz tollen Spiele, die zusammen 7 Episoden ergeben. Der originale Duke Nukem war ein PC-Magazin, also PC Computing, das Editor Choice hier, Chefdesigns Liebling, nicht Designs, Redakteursliebling im Jahre 1992 und wurde überall als eine der populärsten Shareware-Spiele von 1992 gehandelt. Es hat selbst unser unglaubliches Wolfenstein 3D geschlagen. Echt, Duke Nukem 1 hat Wolfenstein 3D geschlagen? Oh. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, aber wir lassen das mal so stehen. Also, wir senden dir das Original-Action-Paket von Duke Nukem für nur $15 mehr. Und du sparst dadurch 50%. Nur $50 für die Duke Nukem-Kombo plus $5 Versand. Super Duke Cosmo. Spare $30. Ordere Duke Nukem 1, Duke Nukem 2 und Cosmo. Und erhalte alle drei Spiele für nur $70. Du sparst $30. Das ist so, als ob du ein einzelnes Spiel quasi für lau bekommst. Cosmo ist ein preisgekröntes Spiel von den Duke Nukem Ersteller Todd Replogle, welcher das Spiel zwischen dem originalen Duke, also Teil 1, und dem neuen Duke, Teil 2, zusammenklöppelte. Genau genommen macht Duke Nukem einen Auftritt in Cosmo in der zweiten Episode. Also er macht einen Gastauftritt in der zweiten Cosmo-Episode. Kannst du ihn finden und den Duke retten? Bestell jetzt alle drei Spiele von Todd für nur $70 plus $5 Versand. Bestellinformationen, weltweiter Versand. Die folgenden Bildschirme zeigen dir die von Apogee weltweit autorisierten Händler, welche sich um die aktuellsten Apogee-Spiele kümmern. Wenn du sie nicht von innerhalb der USA orderst, ja, schau mal in die Liste von den Apogee-Vertrieblern in deinem Land. Oder schau dir die Textdatei dealers.doc an, um aktuelle Informationen und zusätzliche Länder zu bekommen. Also für zusätzliche Länder. Wenn du dein Land nicht gelistet findest, kannst du es immer noch von Apogee bestellen, wenn du die 214-278-5655 wählst. Für Australien, Manacom, Neuen Comfort Street, Milton, Quilts, weiß ich jetzt nicht, 4064, der Preis, ruf uns an für die Preise, achso, musst du ja erfragen, die Preise. Bestellungen 07-368-2366, Telefon 0055, das ist wahrscheinlich die Vorwahl von Australien, 12685,
Bedingungen. Okay. Fax 07 369 7589 und CIS, was ich jetzt gerade nicht so richtig weiß, 76711 1102. Budgetware PO Box 496 Newton NSW 2042. Preis, ruf uns an und frag nach. Wir können ihn hier nicht listen. Bestellung 008 022 064, Telefon 02519 4233, Fax 02516 4236 und CIS 76304 3672. Kanada. Ach du Scheiße, das lese ich jetzt aber nicht noch alles vor hier. Quebec. Chile. Tschechien. Dänemark. Frankreich, Deutschland, Pearl, von Pearl, stimmt, die gab's ja, die haben ja jeden Scheiß verkauft, so von, es kommt schon kaputt bei dir an, weil der letzte Scheiß, bis hin zu richtig sauteuren und teilweise richtig guten Produkten, da muss es aber wirklich die Perlen finden in dem euren Katalog. Und stets wurden sie von leicht bekleideten, attraktiven jungen Damen beworben. Italien. Japan. Mexiko. Die Niederlande. Neuseeland. Wieso hat die Niederlande eigentlich so viele Telefonnummern? Südafrika. England. Also, eigentlich, das war eigentlich das Königreich. So. Ein neuer Highscore. Gut, dann haben wir das ja soweit. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und im nächsten Video machen wir dann mit dem ersten Level der zweiten Episode weiter. Also bis gleich.